Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video über Last Epoch beziehungsweise auch über Path of Exile und Diablo 4. Denn diese drei Hack-and-Slay-Games wollen wir uns heute anschauen mit ihren jeweiligen In-Game-Shops. Was bringen die mit? Wie sind die Preise? Und ja, wir schauen uns einfach mal im Vergleich an, was das ganze Zeug kostet. Jedes von diesen Games hat einen In-Game-Shop, wo man sich tendenziell Cosmetics kaufen kann. Aber es gibt schon mal drei grundlegende Unterschiede, nämlich bei jedem Spiel der Preis. Path of Exile ist völlig free to play, kostet also gar nichts, sich das Spiel zu holen. Bei Last Epoch fängt es mit 34 Euro an, aber bei Diablo 4, und das ist jetzt hier quasi das Höchste, was wir Einstiegsbarriere haben, ist 69 Euro, also knapp 70, um ins Game zu kommen. Unter diesem Gesichtspunkt schauen wir jetzt mal rein und gucken gerade mal bei Last Epoch rein. Das habe ich im Hintergrund laufen, deswegen mache ich das gerade mal an. Wir gehen mal über das Aussehen hier in den Laden rein. Hier bei Vorbestelleredition müsst ihr beachten, dass ich ja die Grundversion schon habe. Also haben wir hier noch die Ultimate Edition, wo wir nehmen können mit 30 Euro mehr, also als Upgrade sozusagen, oder die Deluxe Edition als Upgrade mit 15 Euro. Wenn wir uns die Gesamtpreise angucken, seht ihr das hier. 34 Euro kostet das Grundspiel, die Deluxe Edition kostet 49 Euro und die Ultimate Edition kostet 64 Euro. Das könnte man machen, allerdings man kann ja auch bei 34 Euro bleiben. Man kann irgendwann Unterstützerpakete dazu kaufen, um die Spielentwicklung zu unterstützen. Hier hat man solche Pakete mit einem Portal, mit Drachen dabei, solche kleinen Begleiter, die machen allerdings nichts, die sind nur kosmetisch dabei und ein Rückenschmuck hier, wie ihr seht, jeweils unterschiedlich. Ich finde das ziemlich cool gelungen, überlege ich auch noch. Oder das hier, das ist auch natürlich nice. Und man kriegt dazu auch noch Epochenpunkte, das sind diese hier. Ja, diese Punkte kosten, ja, man kann sagen, 100 kosten grob 10 Euro. So können wir es mal einfach ganz grob festhalten, um einfach einen Wert zu haben, um das Ganze zu vergleichen. Also 100 von diesen Punkten sind quasi 10 Euro. Wenn man dann mal hier reinguckt, so ein Umhang quasi für den Rücken kostet 5 Euro, das auch für den Rücken 10 Euro. Ja, hier wieder 5 Euro, 10 Euro, so ein Begleiter hier, ja, sowas als, dass der dabei ist, 15 Euro. Und ihr seht, alles bleibt so etwa in diesem Rahmen. Außer hier solche Ausreißer, Crystal Wave, ne, 25 Euro, wer so ein Outfit haben möchte, da geht es dann doch schon in höhere Regionen, was den Preis angeht. Ja, ich denke mal, so können wir das mal festhalten und uns im Hinterkopf behalten. Das meiste bewegt sich zwischen 5 und 15 Euro, sage ich mal ganz grob, mit ganz wenigen Ausreißern bei 20 bis 25 Euro. Und die Unterstützerpakete lassen wir einfach mal außen vor. Wenn ihr übrigens die Standard-Edition kauft, bekommt ihr auch hier in der Grundversion bekommt ihr auch Punkte dazu. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Punkte man da momentan bekommt. Das könnt ihr mir gerne noch in die Kommentare schreiben, falls ihr das noch eingeblendet habt oder noch wisst, wie viele Punkte man bekommt. Hier bei dem Upgrade würde man 50 Punkte bekommen, hier 100 Punkte. Ich habe jetzt, weil ich ja das schon viel früher gekauft habe, auf jeden Fall 350. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch so viel dafür bekommt. Wir gehen auf jeden Fall weiter, nämlich zu Path of Exile. Das Game ist free to play und wenn wir in den Shop reingucken, den wir hier online schön begutachten können, sehen wir, dass hier 100 Punkte etwa 10 Dollar sind. Und man muss ja hier auch sagen, 10 Dollar ist es ein bisschen weniger quasi. Jetzt auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so, aber mal wahrscheinlich, ich weiß nicht, 8, 9 Euro oder sowas rum. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Aber ja, wenn wir jetzt das grob festhalten, dass wir wieder sagen würden, 100 wären 10 Euro, dann hätten wir hier Variationen, mehrere Variationen von Rückenschmuck zwischen hier 25 bis 28 Euro. Hier haben wir aber auch 5 Variationen von 12 Euro bis 15 Euro, wahrscheinlich ein bisschen eher runter, also sagen wir mal so 10 Euro, hier 15 Euro in die Richtung. Also hier gibt es ganz, ganz viel Auswahl, was die natürlich mittlerweile schon haben. Und das geht natürlich auch noch mal höher hier, wenn wir jetzt 460 Münzen angucken. Ne, da müsste man natürlich einiges auf den Tisch legen. Dann haben wir hier auch Sachen, die gehen noch höher, hier 640. Ne? Also hier kann man wirklich viel investieren, wenn man das möchte. Es sind auch rein kosmetische Sachen, ist also hier auch nicht so. Auf jeden Fall sind die Preise höher als bei Last Epoch. Das können wir zumindest mal festhalten.
Dafür ist das Game aber auch Free-to-Play völlig kostenlos. Das heißt, ihr habt nicht mal die 34 Euro bezahlt, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Ich finde, das muss man fairerweise hier auch nochmal festhalten. Ansonsten habt ihr halt auch Unterstützerpakete von unterschiedlicher Höhe, ja, 60 USD, 100 USD und so weiter. Es geht weiter und höher, kriegt ihr aber auch teilweise coole Sachen noch dazu. Aber so kann man es grob mal festhalten. Ich denke, die anderen Sachen brauchen wir jetzt nicht so weit nach oben heben hier. Wir haben jetzt zumindest mal so grob den Vergleich, was das im Vergleich zu Last Epoch mitbringt. Dann gehen wir aber auch weiter zu Diablo 4. Und wir haben ja hier festgehalten, dass die größte Einstiegshürde, nämlich 70 Euro, um überhaupt das Spiel zu haben, hier können wir sagen, 1000 Platin sind 10 Euro. Und dann sehen wir halt zum Beispiel einen Rückenschmuck, der liegt bei 8 Euro. Hier sowas wie das hier. Hier sind aber auch sehr unterschiedliche Preise teilweise. Dieses Set zum Beispiel kostet 13 Euro, kann man grob sagen. Hier haben wir eins, das ist bei 22 Euro. Und hier aber auch geht bis 28 Euro hoch, so ein Set. Also, wir sagen jetzt mal hier 8 Euro circa. Bei Last Epoch hatten wir für so ein Rückending, sage ich mal, 5 Euro bis, glaube ich, auch 10 Euro. Und hier haben wir bei den Rückensachen beginnend auch schon bei, sag ich mal, hier 15 bis 18 Euro. Hier eher für den Rückenschmuck. Beziehungsweise gibt es hier auch solche kleinen Ausreißer nach unten, die mal reduziert sind im Sale. Hier sind wir bei 125. Das sollte dann so gerade so 10 Euro sein, denke ich mal, wenn man das von US-Dollar dann auch noch rüberrechnet. Solche Sachen gibt es hier also hin und wieder auch in den Paketen. Und angesichts dessen, dass man eben wirklich kostenlos in dieses Spiel einsteigt, finde ich das jetzt nicht weiter schlimm, auch wenn das manche Leute wahrscheinlich ganz anders sehen und mich wahrscheinlich auch als hart kritisieren dafür, dass ich sage, es ist okay, auch ein kostenloses Spiel muss irgendwie sich finanzieren für die weitere Entwicklung. Die leben auch nicht von Luft und Liebe. Deswegen finde ich das hier eigentlich okay. Und da es rein kosmetisch ist, muss man sich nicht weiter daran stören. Ich denke, bei diesen Rückensachen haben wir jetzt wirklich einen guten Vergleich. Und daher muss ich sagen, jetzt bezogen auf Last Epoch, auf das wir wieder zurückkommen hier an der Stelle, finde ich die Sachen eigentlich in Ordnung. Ich finde, es ist gut angesetzt. Gerade weil es kosmetische Sachen sind, kann man das machen, kann man aber auch lassen. Wegen den Ausfallzeiten jetzt zu Release kriegt man, glaube ich, sowieso kostenlos einen Rückenschmuck geschenkt. Zumindest habe ich das so in Social Media gelesen. Ich weiß noch nicht, wann man das bekommt und auf welchem Wege. Dann muss ich auch nochmal nachschauen, wie es ist. Aber ja, das mal einfach, um festzuhalten, wie es gerade um das Game steht und wie sich das preislich im Ingame-Shop so angesiedelt hat. Mein Fazit ist, passt soweit. Spiel muss ich auch finanzieren, wie gesagt. Ich bin da recht verzeihlich, sage ich mal so, weil ich mich von solchen Sachen auch nicht arg ködern lasse. Und wenn ich mal was investieren möchte ins Spiel, dann mache ich das, ohne dass mich auch irgendwas triggern muss oder mega ansprechen muss. Einfach weil ich es möchte. In diesem Sinne, lasst mir gerne euer Feedback da. Was haltet ihr von dem Shop? Was haltet ihr von den anderen Shops im Vergleich? Und dann sehen wir uns vielleicht bei einem anderen Video bald wieder. Danke fürs Einschalten. Macht's gut.